Hallo, mein Name ist Yves Munz und ich bin Vorstand von der Abteilung Anästhesiologie an der Fedmed Uni. Wir sind hier an der Fedmed Uni und Sie sehen hier ein Pferd, was wir für 2 Tage operiert haben, von einer Fraktur in Sprunggelenk. Und Sie sehen, dass unser Patient sehr wohl auf ist. Und das ist so, den wir ganz moderne Techniken und Medikamente anwenden für die Schmerzlinderung. Wenn Sie etwas mehr erfahren möchten über modernes Schmerzmanagement bei Pferden, sind Sie herzlich eingeladen, am 12. Oktober an der Fedmed Uni für unsere Schmerztagung Pferd. Möchten Sie zum Beispiel wissen, wie man Opiaten bei Pferden für Schmerzlinderung benutzen ohne Nebenwirkungen? Oder möchten Sie etwas mehr erfahren über epidurale Techniken für Schmerzlinderung? Oder interartikuläre Techniken mit Opiaten? Das können Sie alles erfahren an dieser Schmerztagung. Wir haben da nicht nur unsere hauseigene Experten von der Fedmed Uni, aber wir haben auf diesem Gebiet internationale Referenten gewonnen, die aus Kopenhagen, Utrecht und Schweden kommen. Sie werden zum Beispiel auch erklären, wie man an das Verhalten von Pferden und deren Mimik genau wissen kann, ob die Schmerztherapie erfolgreich ist. So, wenn Sie Interesse haben und auf den neuesten Stand kommen möchten, herzlich willkommen, 12. Oktober, Fedmed Uni. Bis dann!